Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bühler und der Mikrogenossenschaft Ostschweiz. 6 studierende Teams sind im Rennen um den WTT Young Leader Award 2022. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule, sind sie als die Besten nominiert. Teams haben über mehrere Monate an Echtaufträge von Unternehmen aus der Region geschaffen. Jetzt geht es um die Auszeichnung in den beiden Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Die ErgoSwiss mit Sitz in Widnau entwickelt und baut höhenverstellbare Tische für Industriearbeitsplätze. Seit der Gründung vor gut 20 Jahren hat das Unternehmen den Umsatz alle 5 Jahre verdoppeln. Und das, obwohl bei strategischen Entscheiden nur wenige Kennzahlen aus der Firma zur Verfügung gestanden sind. Die ErgoSwiss hat uns in Auftrag gegeben, ein Kennzahlensystem zu entwickeln, damit sie auf Management-Ebene ihre Abteilungen haben besser messen und darauf Entscheidungen treffen können. Ein Teil der Arbeit war es also, die aussagekräftigen Zahlen im Betrieb zu identifizieren. Der Auftraggeber wollte diese Zahlen aber auch so darstellen, dass sie die strategischen Ziele abbildet. Das Ziel dieser Kennzahlen oder dem Tool ist, dass unsere Abteilungen so ähnlich wie in einem Cockpit von einem Flugzeug zu jeder Zeit wissen, wo das steht und können auch Entscheidungen treffen für die Zukunft, dass wir auf Kurs bleiben. Die grosse Herausforderung für das Projektteam war es, für jede Abteilung die relevanten Zahlen zu finden und auszusortieren. Für das haben sie sich einerseits auf Literatur gestützt, aber auch auf den Direktkontakt mit den verschiedenen Mitarbeitenden. Um die passenden Kennzahlen zu eruieren für die Firma ErgoSwiss, haben wir auch einen sehr engen Austausch gehabt. Wir haben Interviews geführt mit den Personen, die jetzt auch im Geschäftsalltag mit diesen Kennzahlen arbeiten. Und das hat uns sehr dabei geholfen, um die passende Lösung zu erarbeiten. Die Projektleiterin ist selber im Unternehmen tätig und hat die ein oder andere Brücke in Betrieb arbeiten. Die Erkenntnisse aus der Arbeit sind so auch immer wieder direkt in den Arbeitsalltag eingeflossen. Für mich persönlich war es sehr spannend, um meine Mitarbeiterin, die gleichzeitig Projektleiterin war, in diesem Praxisprojekt zu beobachten, wie sie unser Unternehmen von Woche zu Woche, von Interview zu Interview viel besser versteht. Und das hat sich natürlich auch dann gerade bei unserem täglichen Arbeiten auch gezeigt. Schon heute unterstützt das Tool vom Projektteam die ErgoSwiss bei Fragen im Management. Das Ergebnis zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass es wissenschaftlich fundiert ist, dass es auf erprobten Konzepten basiert, wie dem St. Galler Management Modell, dem Business Canvas Modell, und dass es auf der anderen Seite praxistauglich ist, weil es eben in Abstimmung mit ErgoSwiss entstanden ist und zudem noch in Excel abgebildet wurde, was natürlich 1:1 dann umsetzbar ist und ja, wenn es mit den richtigen Zahlen abgefüllt ist, dann auch funktionieren sollte. Das Praxisprojektteam ist für den WTT Young Leader Award 2022 in der Kategorie Management Konzeption nominiert. Ein Highlight zum Abschluss von ihrem Studium. Der Gewinn vom WTT Young Leader Award wäre nebst dem Bachelorabschluss, den wir dieses Jahr geschafft haben, noch ein Tüpfchen auf dem I und würde unsere harte Arbeit über die letzten 3 bis 4 Monate noch speziell krönen. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2022? Die Preisverleihung findet am Montag, 26. September, in der Tonhalle St. Gallen statt. Mit Gästen aus der Ostschweizer Wirtschaftswelt und am Award-Referat von Joe Dietrich. Wie tickt Generation Z? Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Sulletaler Recycling, Bauwerkparkett und der St. Galler Stadtwerk.